Hallihallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Minecraft Sie. Es ist eine Menge passiert. Oder eigentlich ist gar nichts passiert. Oh, wer ist da? Ich habe gedacht gerade. Ich habe in den Kommentaren die Information bekommen, dass das Wasser einfach zu wenig ist. Und ich deshalb nicht rausgekommen bin. Gut. Wir werden das Wasser dann mal erhöhen. Da haben wir wohl ein bisschen Wasser dahin gebracht, wo wir keins wollten. Aber wir können da kein Wasser mehr hinmachen. Wir müssen nochmal eine andere Lösung finden. Wir bauen das wieder ab. Und werden dann einen Zaun oder ein Zauntor hinbauen. Bitte da. Wir haben Spinnenweben. Weiß gar nicht, ob wir genug Spinnenweben haben. Werden wir gleich sehen. Anders. Wo war denn? Hier ist die Bockbench. Wie macht man wieder ein Zauntor? Ich mal schnell gucken. So, ich hoffe mal, dass mein Kind nicht allzu laut zu hören ist. Also einmal so. Ja, ist ja gut. Mache ich alles nur, um dich zu schützen. Okay, wir können hier keine normalen Zäune bauen. Was machen wir denn? Damit er nicht abhaut. Setzen wir das erstmal dahin. Vielleicht bringt das ja was. So, hoffe, dir geht's gut. So, dann gucken wir mal, ob wir uns das craften können schon. Ein paar fehlen noch. Um das erste Netz zu craften. Dauert ein bisschen. Aber in der Zeit haben wir wenigstens die Möglichkeit, hier noch ein bisschen Holz zu machen. Ja.
versuche uns so wenig wie möglich zu schneiden, also am besten gar nicht zu schneiden. Als One-Check. Wird mir gelingt jetzt allerdings noch nicht. Weil wir haben ja das Problem, dass wir hier. Können wir hier Set Home machen? Probieren wir mal aus. Wir starten das mal im LAN. Und dann schauen. Nein, das geht leider nicht. Okay, dann müssen wir hier ein bisschen warten. Hier haben wir ein neues String. Das dauert so lange, bis die Strings fertig werden. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr gerne mal in den Kommentaren ein paar Fragen stellen. Dann habe ich auch ein bisschen Zeit, euch ein paar Fragen zu beantworten, wenn ihr wollt. So in den Zwischen. Haben wir irgendwas, was wir jetzt schon mal im Voraus machen könnten? Wir könnten versuchen, schon mal Pyrotherm zu machen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Nehmen wir uns einfach mal die Ecke hier und uns wieder ein bisschen Wasser. Achten diesmal darauf, dass eine unendliche Wasserquelle bleibt. Und wenn wir so viel Holz haben, könnten wir eigentlich auch gleich Holz verbrennen. Und ein bisschen Kohle machen. Haben wir die Möglichkeit, neu zu machen, neues Holz. Da fällt es nicht wirklich auf. Ich versuche mich auch an die Zeitregel zu halten, dass wir maximal immer eine halbe Stunde pro Aufnahme. Ruhig sein, Dankeschön, bitte nicht in der Aufnahme stören. Maximal eine halbe Stunde brauchen für so eine Aufnahme. Und ja, wenn es nachher sehr arbeitsriskant wird, dann läuft mal so rum, und dann werde ich wohl doch eine Menge rauscutten müssen. Ansonsten denke ich mal, damit es schon so funktioniert. Es gibt jetzt die Möglichkeit, in den Kommentaren einen Tipp zu geben. Ich nehme maximal 3 Folgen auf. Maximal. Aber das müssen wir mal gucken. Mir noch Kappe ist so nötig. Und da ist uns die Axt rausgegangen. Okay. Wie sieht's aus? Könnten uns das erste Mal schon mal machen. Haben wir schon mal einen Fortschritt. Haben wir das erste Mesh. Das könnten wir auch schon mal zusammenkraften. Und wir haben Pyrotheum. Jetzt heißt es wieder warten. Wir könnten mal. Ach ja, zu der Frage, das Problem war, dass ich keinen Baum mehr hatte. Es gibt keine Möglichkeit, einen Sapling zu erhalten, also den muss man sich leider Gottes erschießen.
Auch wenn man hier so einen Baum anpflanzen würde, würde es daraus keine Saplings geben. Leider, leider. Nummer 1 weiß ich noch nicht, wie ich die brauchen werde. Ja, ist ja gut, reg dich ab. Immer ruhig mit den jungen Pferden. Es gibt auch keine Möglichkeit, anders an Fäden ranzukommen, ne? Irgendwas, was man aneinander beachten kann. Oder hat. Man wohl hat denn. Lässt sich das machen, ansonsten kommt man nicht an Fäden. Schade. Und die kriegen wir auch erst durch den raus. Ja, es gibt nur die Möglichkeit, dass wir nur über Wolle. Hey. Mit Wein. Wir können uns mit Wein. Welche Quarten? Ja, dann tun wir das doch mal. Müssen wir natürlich nicht so lange warten. Die waren es ja doch sowas Gutes. So, dann haben wir den Rest eigentlich auch schon fertig. So. Wir brauchen es noch 1, 2, 3. Eine zu viel sogar. So. Dann machen wir hier ein Kreuzchen. Und dann muss der Küste noch erfüllt werden. Da ist er auch schon. Komplett und wir kriegen hier eine Nadel. So, das nächste ist dann, mache ein Bucket Kryotheum. Als hätte ich es gewusst. Und auch fertig. Wundervoll. Wir kriegen Prismarine Arrows. 64 Stück und wir kriegen einen Bogen. Damit könnten wir dann in the sea Büschen angeln. Ja, ist ja gut. So. Wir brauchen jetzt einen Super Mesh. Wie machen wir das? Sphere und Sticks. Sticks müssen wir noch im Inventar haben. War ja, glaube ich, nur eins, ne, was wir machen müssen. Und auch das komplett. Und wir kriegen einen Wand. Wie lange braucht man normalerweise, um einen Wand zu kriegen? Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr. Was haben wir hier? Kann ich noch nicht machen. Können wir das denn auch gleich automatisieren? Stone Slabs? Und vorhin, wow. Jetzt weiß ich, wie die gecraftet werden. Vorhin noch schon überlegt, wie man die craftet, aber. Wie man sieht, hat sich das Rezept ja verändert. Nicht so schlimm. Kriegen wir alle ein bisschen gebacken. Ach nein, wir müssen dann nochmal Netze machen.
Wir brauchen heute diese Pyrotheum. So, erstmal hier hin. Mein Alzheimer bereit schon wieder. 6 und 2. Doch nochmal hier komplett durchlunzen. Und davon können wir gleich mehrere machen. So, zum einen können wir das hier wegziehen. Und das Pinguin sicher machen. Ja, wäre schön, wenn sich das verbunden hätte, aber gut. Aber der kommt hier nicht durch. Und sehe ich durch. Also du gehst da bitte nicht hin, okay? Nein? Gut. So, was machen wir eigentlich? Damit, ich glaube, das Ding setzen wir hier rein. Nein. Brauchen wir dafür noch irgendwas, damit wir das hier einsetzen kann. Wir gucken mal, wie weiter geht. So, wir haben Zäune haben wir jetzt. Entschuldigt. Und Pyrotheum. Und dann. Ah, nur 8 raus, okay. Können wir übrigens gleich Neues machen. So, was brauchen wir noch? Okay, wir brauchen viel mehr Pyrotheum. Weil das Kuh auf den Tempel. Ein Huden hier. Aber. Überhaupt einen guten hier? Ja. Und guten Zäune. Die macht man genauso. Okay, so macht man sich immer nicht. Wir brauchen erstmal. Macht man einen Sticks daraus. Ja. Achso, die machen wir auch im Table. Und so. 4 Sticks. Braucht man davon, glaube ich, mehrere. Kann ja einfach neue machen. Wenn die Nadel durchhält. So, kriegt das Ding rein.
erstmal alles kaputt. Nicht so schlimm, können wir neu machen. Okay, ich glaube, heute schaffen wir das nicht mit den 30 Minuten. Da ich ja noch nicht mehr weiß, wie ich jetzt das hinkriege, damit ich fischen kann. Also, im schlimmsten Fall heißt das, ich brauche eure Hilfe. Ich könnte nachlesen, aber das Problem beim Nachlesen ist, ich muss da Englisch können. Und ja, was soll ich sagen? Englisch ist nicht. So, was brauchen wir sonst noch? Ja, wir bauen ja erstmal die Zäune. Die wir machen müssen. So, haben wir 4. Die brauchen wir auch. Entschuldigt. Wir müssen das Ding in die Mitte packen. So eine außen rum. Box. Dann brauchen wir Stone Slabs und normale Orks. Normale Orks hatten wir. Ja, aber 4 Stück. Was brauchen wir sonst noch? Ja, Stone Slabs. Dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo Cobblestone haben wir eigentlich. Ne? Ja, dann habe ich immer im Winter. Du sollst ja nicht rein. Nein. Ich hatte meinen Freund. Mal gucken, vielleicht können wir den später neu spawnen oder kommt wieder. Ansonsten. Warte mal, einen Besucher. So. Wo ist die Trauer? Aber was werden wir jetzt machen? Ich weiß, wir kriegen später nochmal Freunde, die wir gebrauchen können. Ansonsten. Jetzt gucken wir mal, ob wir ihn dann später wieder neu spawnen können. Also schwimmt er jetzt in der Freiheit. So. Dann ist leck. Okay. Der Hass. Ich glaube, jetzt hatten wir alles, ne? Gucken wir nochmal. Ich hab Hunger. Mal wegpacken. Irgendwas Essbares in der Nähe? Nö. Was ist da? Dann haben wir jetzt ein Problem. Und die Sachen behält man zum Glück. Das ist schön. Wir müssen trotzdem noch mal nachgucken. So, wir brauchen also dieses Netz. Wir haben gar kein Netz mehr, ne? Eins, zwei, drei.
4. Viel, aber das ist nicht so schlimm. Oder war das jetzt dieses Supernetz? Ja, das war das normale Mesh. Und Ding. So, dann ist jetzt noch Nummer 2 erledigt. So, das ist also unser Sieb. Wir müssen immer noch rauskriegen, wie wir was hinsetzen. Oder ins Wasser hängen. So, Klemme. Sind uns hier. Okay, Hammer. So. Ja. Auf den man. Also verstanden halt nur, dass man damit angeln kann. Stringer Base. Brauchen wir dafür oder wie? Ja, brauchen wir. So, das heißt, wir brauchen noch mal Sticks, wir brauchen noch einiges andere mehr. Also, wir brauchen wieder guten Gear. Falsches Timing wieder. Da gewöhne ich mich, glaube ich, nie dran. So, Boden hier ist am Start. Dann Passwort Sticks. Passwort und Sticks sind auch am Start. Und dann brauchen wir nochmal drei von diesen. Biotheum. In dem Fall. Gut, dass wir uns ein bisschen Kohle gemacht haben. Also, fast dabei. Und so. Marke einzuhalten. So. Ist auch am Start. Nein, wir wollten ja, wir müssen ja jetzt. Ach, Handy. So. Stick, Slapstick. Stick, Slap. Slap. Stick. So, die können wir auch so reinmogen. Und dann ist die erste Base fertig. Habt ihr euch zu hoch gehangen, ne? Die muss nämlich ins Wasser.
Gut, bauen wir den ganzen Spaß nochmal ab. Und dann sollten wir schon langsam die ersten Erze fangen können. So, oder Sachen für Erze. Immer wieder hier rauf, ne? Wir könnten allerdings wieder abbauen im Nachhinein. Jetzt ist das Ding im Wasser und dann ziehen wir den jetzt hier wieder weg. Nochmal erst ein Netz da reinhängen und erwarten. Blut. Nochmal den der ist schon abgenommen. Gucken wir drauf an. Haben wir schon mal gefangen? Im Eis gefangen, Plastik und Dirt. Kriegen wir aus Dirt schon was raus? Das werden wir jetzt sehen. Dirt hier rein. Dann wird es so Kies. Und unsere ersten Ärzte sind da. Wir haben Gold bekommen. Und wir haben gar nichts bekommen. Läuft auf jeden Fall. Wir werden, oder ich werde Ostbienen werde ich ein bisschen durchsieben. Damit wir hier ein bisschen schneller vorankommen. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt bei 32 Minuten, eigentlich zu lang. Aber wie gesagt, ich werde offscreen, würde ich mal gucken, damit ich hier ein bisschen was produziere und dann in AFK hier rumstehe, damit wir hier ein bisschen vorankommen werden. Alles klar. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und denkt dran, morgen um 13 Uhr kommt die nächste Folge, nämlich Nummer 3 von Minecraft in the Sea. Alles klar, bye bye, ciao, ciao, ich bin nochmal weg.